Kabarett im Turm. Wie, was hast du gesagt? Kabarett im Turm. Ja. Lachen über den Dächern von Wien. Bitte. Im Turm statt im Kellerlachen. In ORF 3, aha. Kabarett im Turm. In ORF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Na, jetzt. Eine wunderschöne. Eine wunderschöne guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Luis aus Südtirol. Südtirol ist ein Teil Tirols, aber halt in Italien. Gell? Und ich bin heute da in Wien, das erste Mal in meinem Leben in Wien. Zuerst habe ich mir gedacht, ORF hat eingeladen, ORF 3. Das muss eine Show sein, wo sie Talente suchen. So den Cast, was sie immer sagen, da, Casting. Na, Casting, kennt man? Casting-Show. Kennt man schon, oder? Gibt's überall auf der Welt. Überall. Und da habe ich einmal gesehen, vor vielen Jahren in England oben. Englische Casting-Show. Und da ist ein Mann aufgetreten, der Paul Potts. Kennt man den? Paul Potts? Ja, schon, kennt man, gell? Und er ist aufgetreten, auf die Bühne gegangen, also relativ unhübsch. Er ist auf die Bühne. Da habe ich mir gedacht, wenn ich so ausschauen würde, hätte ich daheim bleiben. Ja. Dann hat die Jury gesagt in England, all right, my lord, the hell is so do, whatever you know. Also Englisch versteht kein Mensch. Dann hat der gesungen und jetzt ist er weltberühmt. Weltberühmt. Da habe ich mir gedacht, heute da, Kultursender, gell, mach mir eine Castingshow. Ich könnte jetzt behaupten, ich bin der Paul Potts. Paul Potts ist Englisch auf Deutsch. Paul heißt Paul, Pott ist ein Topf. Da wäre ich der Töpfele Paul. Wie wir sagen. Gell? Na, aber ihr seid die Jury und ich singe jetzt für euch. Gell? Also, damit ihr mal wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Gell? Ich bin der Luis aus dem Ultental. Ich hab die allerschönsten Äpfel. Ich hab den allerbesten Wein. Meine Hände, die rennen im Freien. Und das macht mich so froh, weil ich die größten Eier hab. Weil ich die größten Eier hab. Danke. Wenn ich euch sagen tät, wie schwierig das war für mich, da herzufinden. Weil ich bin aus dem Ultental in Südtirol, das ist in der Maraner Gegend. Und Ultental, da kenne ich mich gut aus. Gell? Da ist eine Straße, die geht inne und die gleiche wieder raus. Da kann man nicht falsch fahren, aber kaum verlässt man das Ultental, gehen die Straßen in alle Himmelsrichtungen und kenne ich mich nicht aus. Da haben wir heutzutage, es gibt elektronische Hilfsmittel. Da habe ich mir ein kleines Kastel gekauft, so ein schwarzes Kastel. Da ist ein Weiwatz drin, der kennt sich überall aus. Ja, die heißt Navigation. Habe ich mir gekauft, eingebaut ins Auto und eingeschalten, gell, an. Ja, nix. Geht nicht. Den gibt's ja nicht. Gell. Gut, bei mir am Hof oben geht es auch nicht, weil ein Navigationssystem funktioniert mit Satellit. Und die Satelliten sind unter mir. Also, ja, ich bin Bauer in gehobener Position, also wirklich hoch oben. Da bin ich aber runtergefahren am Talboden, dann meldet sich die Navigation. Eine Chinesin. Ich fahre, dann sagt die,
Oha, habe ich mir gedacht, mir so ein Arschbäller. Oha, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mir ein Gelumpe gekauft. Weil das kannst du mir nicht erzählen, dass ich eine Chinesin im Ultental auskenne, gell? Na, war noch nie eine drinnen. Da habe ich getrennt, da habe ich eine Deutsche gefunden. Die Deutschen können sich überall aus. Ja. Nur, die hat mir zu viel geredet. In Lana hat es angefangen. Beim Kreisverkehr die erste Abfahrt nehmen, bin ich zu Fleiß die zweite gefahren. Ja. Ich lasse mir nicht von einem Weiber sagen, wo ich hinfahren muss. Konservativ aufgewachsen, ja. Hab ich umgedreht. Bei der Kreuzung links abbiegen, bin ich gerade gefahren. Sie sind falsch gefahren, habe ich umgedreht. Beim Kreisverkehr die vierte Abfahrt, ich die erste. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Der redet und redet und redet. Da braucht man ja kein Navigationssystem, da kannst du gleich ein Weiber mitnehmen. Gell? Ja, aber ich habe ja keine, ich habe keine. Gell? Das hat einen anderen Grund. Also, wo ich zu Hause bin, wir haben 3000 Einwohner im Tal, 700 heiratsfähige Frauen. Wir sagen Weiber, aber es ist politisch korrekt bei uns im Tal noch. Gell? Aber die kann ich alle nicht heiraten, die sind alle verwandt. Ja. Geht nicht. Und ich bin ein Bauer, Biobauer. Ja, ich liebe meinen Bauernhof und ich verkaufe ab Hof. Ja, da kommen die Leute zu mir, kaufen das Gemüse und das Obst und das Zeug halt. Einmal kommt eine Dame, schlanke Dame, dann sagt sie zu mir, sie kauft Salat und Karotten und so, dann sagt sie zu mir, was? Oha, habe ich mir gedacht, eine Veganerin. Zu schwach zum Reden. Ja. Schreib's auf. Schreibt sie auf, haben Sie Sojamilch? Dann sage ich, so ein Dreck, also, so etwas verkaufe ich nicht. Ja. Aber du kannst von mir Heumilch haben. Heumilch, Bio-Heumilch. Gell? Dann hat sie eine Freude gehabt. Die hat sich gefreut, Heumilch statt Soja, Heumilch. Gekauft, nach 3 Tagen kommt sie zurück. Ich habe sie nicht mehr gekannt. Gell? Die tofufarbene, das Gesicht, das war weg. Rote Wangen, kräftige Stimme. Sie Betrüger! Wollen Sie mich umbringen? Dann sage ich, was hast du denn? In Ihrer Heumilch ist Kuhmilch drin. Also, ja. Aber da steht Heumilch oben. Und ich sage, ja, ja. Die Kuh frisst das Heu und dann wird daraus die Milch. Gell? Aber das ist Betrug. Dann sage ich, nein. Das ist die EU-Verpackungs-, da gibt es so eine Kennzeichnungsverordnung. Man muss, wenn man irgendwas verkauft, muss man draufschreiben, was drinnen ist. Das weiß man. Gell? Aber das ist so, vorne kann man draufschreiben, was man will. Aber hinten steht drauf, was man bekommt. Gell? Ja. Und hinten steht oben Kuhmilch. Das habe ich erklärt. Nein, das ist nicht richtig. Doch, und ich sage, geh mal in den Supermarkt. Kauf Katzenzungen. Ja. Das ist Schokolade. Ja. Oder Mohrenköpfe. Gibt's nicht mehr, gell? Oder Jägerschnitzel. Meinst du, dass die ein Jäger? Na, das ist alles legal, gell? Ja, aber das kann doch nicht sein. Und ich sage, mal wohl. Und ich sage, schau, ich habe sie noch vertröstet, weil ich war halt total unglücklich. Gell? Und ich lasse mir auch von so einer alternativen Veganerin nicht meine Heumilch verderben, weil ich ja schließlich ein Gütesiegel habe. Ein Bio-Gütesiegel. Und das ist so schwierig zu bekommen. Da muss man bei der EU ansuchen. Gell? Heumilch-Zertifikat, wie es heißt, halt Zertifikat. Ich weiß nicht, was du jetzt verstanden hast. Da, gell? Na, jedenfalls kommt dann eine vierköpfige Kommission aus Brüssel.
unangemeldet. Ich war gerade auf meinem Bauernhof und hab da halt die Kühe gemolken, die Kuh, die habe ich lange nicht, also die Milchmaschine angehängt, dann gehen die Schläuche so in die Milchkammer. Und in dem Moment, wie die gekommen sind, ich war gerade oben im Heustadel beim Futterloch, also die Futteröffnung, habe ich das Heu geschmissen. Und der Stall ist sehr klein, hat nur die Kuh Platz. Jetzt war das Heu auf der Kuh. Gell? Und dann gehe ich an und wie die Kommission die Tür aufmacht, was sehen die? Einen großen Heuhaufen und dann Heuhaufen so die Milchschläuche aus. Und dann haben sie gesehen, Heu, Milch, Heumilch. Und die hat mein Gütesiegel gehabt. Ja. Wirklich, ich sag das. Nein, wir tun die Veganer innen und so. Wir tun sie eh laut, weil die verzichten einfach auf so viel. Ich denke schon am Wochenende beim Grillen, wenn man Feuer macht, ein Feuer, gell, Feuer. Wer tut gern grillen von euch? Ja, alle, ja, danke. Sehr, gell. Ein Feuer machen, dann legt man so Fleisch drauf und tut so. Dann strömt der Geruch durch die Nase in den Körper und das weckt so, ich kriege einen Hunger. Das weckt so richtig, man kriegt Lust aufs Essen. Man kriegt einen Appetit. Ich weiß nicht, ob es in die Veganer so geht, wenn sie den Rasen mähen. Nein. Ich will nicht so, gell? Ich will nicht so. Also, ich habe gesagt, Heumilch und Ding. Wahrscheinlich, die sind politisch korrekt. Und es gibt auch Bergbauernmilch. Wie soll denn das gehen? Außerdem heißt es Bergbäuerinnenmilch. Also, das wäre wieder politisch korrekt. Wäre jetzt bei Zeiten auch, könnte auch funktionieren, gell? Ja, aber weil ich heute halt da schaue, ihr habt schon gemerkt, ich bin alleinstehend, gell? Und viele wundern sich, dass ich noch keine habe. Da gibt es das nächste zum Lachen, gell? Ja, es hat einen Grund. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste und eine Partnerin oder eine Frau sucht man, wenn man jung ist. Und jünger habe ich ein Problem gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jünger habe ich ein Problem gehabt, weil ich schüchtern war. Ich habe nicht immer so ausgeschaut wie jetzt. Na, früher war ich ja schier. Na, du lachst. Du kannst dir nicht vorstellen, ich war junger, wirklich. Ich habe ein bisschen, von der Natur habe ich ein bisschen einen Nachteil gehabt. Mein Gebiss war ein bisschen unförmig. Also die Vorderarme, die Einser und Zweier, waren so, übers Kreuz. Gell, und wenn ich gelacht habe, dann haben mich die anderen ausgelacht, dann habe ich nicht mehr gelacht. Und wer will schon nicht lachenden Mann kennenlernen? Und das sind Gott sei Dank meine zweiten, dritten. Also die ersten fallen aus, die zweiten fallen aus beim Gasthaus, beim Ding. Dann habe ich die ersten dritten gehabt. Die ersten dritten, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren wunderschön, wunderschön. Schneeweiß, kerzengerade. Gell? Die hat mir ein Kollege besorgt, die waren günstig auch noch. Weil der hat in einem Altersheim gearbeitet. Ja. Und wenn ich gelacht habe, ich habe ausgeschaut wie der Hansi Hinterseher. Ganz, wirklich. Gell? Aber ich war nicht zufrieden, weil die haben nicht richtig gepasst. Na, war schon so, das war so universal. Also, sie haben die Bewegungen vom Mund nicht synchron mitgemacht. Das ist nicht fein, du machst Maul auf und die Zähne bleiben beieinander. Gell? Beim Probieren, man geht nicht. Beim Essen verhungerst und beim Reden tut man nuscheln und mit dem Busseln. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Mit einer wunderschönen Frau. Ich habe eine Liebschaft gehabt, die Angelina Jolie. Was, gell? Sie glaubt mir das nicht. Du glaubst mir's, oder? Ja. Gell? Na, wirklich, der war bei mir am Hof im Ultental, gell, noch vorbeigegangen, habe ich sie eingeladen zum halt Speck essen und Wein trinken und Schnaps. Dann schaut sie mich an, dann sagt sie, also Englisch. Also sowas bei mich hat sie noch nie gesehen.
Wenn man das sinngemäß übersetzt, ich wäre einmalig. Gell? Und dann wollte sie unbedingt busseln mit mir. Küssen, busseln. Gell? Na ja, habe ich nichts dagegen. Wenn so eine kann. Aber die Großstadtweiber, von Busseln keine Ahnung. Busseln tut man so. Beim Busseln tut man die Lippen nach vorne stülpen. Gell? Und dann die anderen Lippen ganz zacht berühren. Der Herr macht sagen was. Ja, so. Dick so. So, danke. Danke. Eifersüchtig. Ja. Macht da nichts draus. Das ist jetzt gut vorgeglüht. Ja, na. Oh. So tut man busseln, gell? Nicht wie die Jolie. Ich bin so Jolie, Fleischlippen, gell? Ich saug an, sie auch. Leichtes Vakuum abgedichtet. Und dann denke ich mir auf einmal, was tut denn der da? Was macht denn der da? Weißt du, was der gemacht hat? Spüre, wie der mit der Zunge bei mir so weit ins Maul in die fährt. Beim Busteln. Und wenn sie wenigstens eine Ruhe gegeben hat, das schon inne. Und auf einmal fängt sie an, so mit der Zunge. So gell, so wie ein Fandli mit der. In und inne und aus und inne und aus. Und hinten wird Zahnlücke. Die längste Weile. Und irgendwann einmal reißt sie die Zunge wieder raus und noch, seitdem habe ich meine ersten Dritten nie mehr gesehen. Gell? Ja. Ja. Hab ich. Na ja. Das habe ich. Ich habe den zweiten, dritten. Es ist nicht perfekt, gell, aber authentisch. Weil bei uns im Ultental ist es so, es gibt keinen Zahnarzt. Und ich denke mir oft, wenn es keinen Zahnarzt geben würde, nirgends, dann würde es bei euch auch ein bisschen anders ausschauen. Na wirklich, es ist so. Gell. Aber ich muss, ich schaue mir immer an, das Publikum, die Konstellation. Gell, da sieht man schon oft eine, wie wir im Ultental sagen, eine Kuttweiber, eine Gruppe von Frauen. Dann weiß ich, aha, die suchen vielleicht einen, gell? Manchmal gehen die Männer mit ihren Frauen mit, weil die Frau sagt, ich gehe zum Luis, dann sind die Männer eifersüchtig und gehen mit. Und manche Männer nehmen ihre Frauen mit in der Hoffnung, dass ich sie ihnen abnehme. Ja. Mir gleich, das Ergebnis ist dasselbe, gell? Ich war ja sogar schon bei Bauersuchtfrau. Kennt man Bauersuchtfrau? Kann man na, was sie da vorbeischicken. Zuletzt haben sie mir die Gebrauchten vom Lugner geschickt. Ja. Eine nach der anderen, die hatte genug und gell, man, fesch, man ganz ehrlich sagen, fesche Frauen, fesch. Mir meistens eher zu jung und zu mager. Das sind alles so dünn, das mag ich nicht. Weißt du, wenn du ein Bauer bist, dann brauchst du halt, man braucht Reserven, gell? Und dann, ja, und interessant ist, die Frauen, die so dünn sein, die meinen alle, weil also die glauben immer, sie seien zu dick. Sonst wären sie nicht so dünn. Gell? Und wenn sie Geld haben, weißt du, was sie machen? Dann gehen sie zum Doktor, zum Plastikchirurg. Ja. Fett absaugen. Ganz modern, Fett absaugen. Wer beim Hintern, gell, so abgesaugt, das wird dann sofort recycelt und bei den Lippen innegespritzt. Und jetzt verstehe ich die Logik nicht. Das, was man am Hintern nicht sehen soll, zeigen sie dann mitten im Gesicht. Verstehe ich nicht, gell? Obwohl, wenn es gut gemacht ist, gell? Man kennt es nicht. Nein, man kennt es nicht, aber man, wenn man aufpasst, man merkt es. Weißt du wie? Beobachten. Wenn sie da sitzen und wenn sie auf einmal in der Handtasche so anfangen, so ein Ding, und wenn sie dann statt dann Labello eine Hämorrhoidensalbe draufschmieren, na was?
Nein, ich sag das, gell. Da, wir haben sogar schon einmal bei Bauersucht vor, haben sie mal einen Lothar, das ist ein Südtiroler Ausdruck, einen Mann geschickt. Ein Mann. Bei Bauersucht Frau. Kommt da einer, ist modern, kommt da einer, pinke Gummistiefel. Der kommt, hallo. Ich bin der Ludwig, ich bin die neue Bäuerin. Aschblas, so eha, wir sagen, ja. Eha, habe ich gesagt, ich suche eine Frau und nicht einen Mann. Ich bin eine Frau, ich bin aber nur gefangen in einen Körper von einem Mann. Da habe ich mir angeschaut, ja, fesch. Fescher, gell? Ja gut, na, wenn er arbeiten kann, probieren wir's, gell? Dann war er bei mir am Hof, gell? Und dann habe ich gesagt, da, morgen in der Früh ausmischen, also Stallreinigung beim Stier. Ich habe einen Genossenschaftsstier, der Bubi, 1800 Kilo. Der produziert das gesamte Rindfleisch von Burggrafenamt Meran und Umgebung, 1800 Kilo, vollgespritzt mit Hormone. Und da, wenn man da die Stalltiere aufmacht, steht da drin so. Ich fürchte mich. Dann den Ludwig, der Kassen. Ludwig, mit der Mischgabel, dann geht er rein. Nach zwei Stunden kommt er raus. Der hat nicht anders drin geschaut. Gell? Und oh, Respekt. Nächsten Tag um 6 Uhr früh wollte ihn wecken zum Ausmischen. War der freiwillig. Freiwillig beim Stier drin. Dann habe ich mir gedacht, oha, vielleicht kalte man den. Gell? Und nach die ganzen 14 Tage, nach 14 Tagen, muss er wieder gehen. Ciao. Da ist er wieder gegangen. Dann habe ich wieder in den Stall gemäßt. Dann mache ich die Tür auf. Ich fürchte mich vor dem Stier. Da habe ich schon gewartet auf den. Nix. Ich mache die Stalltür auf, der Stier steht enden, schaut mir an und tut. Okay. Nix. Du lachst. Ich habe mich zum Metzger bringen, weil wer der eine Kuh gesehen hat, der wollte mit der Kuh shoppen gehen, aber sind nix. Ja, nein. Ja, haben wir halt Würste gemacht. Warme. Gell? Ja, ja. Gell? Ist nicht leicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich nicht leicht, weil so früher sind wir immer in Urlaub gefahren. In Urlaub, gell? Noch Jesolo, so an der Adria. Kennt man das, Jesolo? Ja, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Das war so geil, da ist man hingefahren, gell? Und da war, schauen, so junge Burschen, wir aus dem Ultental, junge Burschen, dann ist man so schauen gegangen. Da war aber ganz andere Mode. Die Haare, die Frisur-Mode, war damals so mit der hoch, gell, hochtupiert, so mit Sprühkleber. Haben sie da die Haare da Ding und das war fesche Weiberleid. Und dann sind sie ins Wasser gegangen, untergetaucht. Und wenn sie wieder aufgetaucht sind, haben die komplett anders ausgeschaut. Weil der Sprühkleber, also der Haarspray, oder wie man sagt, der war zwar fest, aber nicht wasserdicht. Gell? Aber hast du genau gewusst, aha, so schaut sie in der Früh aus. Gell? Und dann bist du am Abend, an der Promenade flanieren gegangen. Du warst ja flanieren, also wir schauen, da sind sie beim Essen gesessen, gell? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz ist groß. Die Konkurrenz von den anderen Männern wirklich, gell? Ich bin Tiroler, also Südtiroler. Die nächsten waren die Nordtiroler, die Innsbrucker, gell? Und na, die waren aber keine Konkurrenz, nicht wirklich, wegen der Sprache. Wer kennt Innsbruck? Den Dialekt? Kennt man? Das ist nicht wirklich romantisch. Innsbrucker, das sind so, ich mache es Ihnen vor, das sind so, kennt man, gell? Ganz anders ausgeschaut. So. So, schau. Servus, Poppele. Hoch. Wir könnten eine kleine Kühe trinken gehen.
ganz locker ein paar Karte Cola. Und ich kann dir auch Kinokarten kaufen von der Kleinigkeit. Gell? Hoch zu. Kommst du mit? Ey, klar. Siehst schon, das ist jetzt. Ist jetzt vielleicht. Das ist keine Konkurrenz, weil es ist ein Ding. Die Italiener sind Konkurrenten. Die Italiener. Wie die Italiener aufgetreten sind. Die Italiener immer, alleweil, immer von oben bis unten gekleidet, gell? 1000 Euro. Oder damals halt Schilling, 10.000. Ding. Und die, immer zu dritt, die Männer, wer kann sich erinnern, wer mal. Nein, sind alle zu jung. Ist ja wurscht. Immer zu dritt die Flankieris, also die links-rechts. Der mittlere war der Casanova, der Papagalli, der was gesucht hat. Gell? Du hast ja ganz nasse Augen. Gell? Nein, es war schön, gell? Aber, das sind, so sind sie dahergekommen. So, war schön. Ein Dinger, ein Sakko, gell? Und mit Sonnenbrille. Gell, warte mal. Auf die Knie. Weißt du, ich freue mich jeden Tag, wenn in die Früh die Sonne aufgeht. Aber in Vergleich zu dir, die Sonne ist eine dunkle Fleck in die Himmel. Du musst dir vorstellen, und dann ist das Weiberts über den Stuhl, über die Schleimspur eingeschmolzen. Die Flankeris haben sie aufgehebt und den Papagallo hinten nachgetragen. Ich bin nachher noch nicht gesagt, da habe ich gesagt, Entschuldigung. Gell, habe ich sie geweckt. Geweckt, sie hyperventiliert. Da, der Lirk. Wenn die Sonne ein dunkler Fleck im Himmel ist, dann ist Weltuntergang. Und sie, das macht nichts. Es tut so gut. Na, was willst du da sagen? Außerdem, wer kennt den Mythos, Italiener stehen auf Blondinen? Gell? Heißt, oder? Na, ist ein Mythos. Italiener stehen generell auf alles, was weiblich ist. Nur, wenn du auf Nacht, also in der Nacht, mit der Sonnenbrille unterwegs bist, eine dunkelhaarige siehst du da gar nicht. Ja, von daher kommt der Mythos, gell? Ja, ich sag's euch, gell? Es war früher ein bisschen einfacher. Früher ist man ja, wenn man auf die Birsch gegangen ist, also wenn man eine Frau gesucht hat, dann ist man ja tanzen gegangen. Tanzen. Gell? Aber die Männer haben das wirklich, die mögen nicht mehr. Oh, tust du gern tanzen? Ja. Ja. Was? Wenn man's braucht. Na, wer von euch Männer tut gerne tanzen? Hand nach oben, bitte. Einer. Sehst du mal. Schon Ausnahme. Hast du gesehen? Die Weiberleute, also die Frauen, frage ich gar nicht, die tun alle gern tanzen. Liebe Männer, gell, du bist jetzt ausgenommen, die anderen müssen es lernen. Tanzen ist so wichtig. Tanzen ist nichts anderes als ein Balzverhalten. Ja, wir sind Naturgeschöpfe. Ja, wir haben es. Wir sind Naturgeschöpfe, wir haben es gelernt von den, zum Beispiel ein Vogel. Was macht der Vogel, wenn er eine Vögelin will? Nein, Entschuldigung. Was macht der Vogel, wenn er eine Vögelin will? Gell? Der Hahn, eine Henne. Der verhaltet sich gleich wie wir Männer. Er sieht eine Henne, dann schaut er. Und wenn es ihm gefällt, dann tut er. Er balzt um die Henne und die Henne weiß, ah, ein gesundes Mandel, den will ich. Gell? Und wir Männer sind nicht anders. Na, man sieht es eigentlich nur beim alten Brauchtum, gerade bei uns im ländlichen Bereich, gibt es noch die Schuhplattler. Die gibt es in Wien da nicht. Gell? Schuhplattler. Gell? Aber bei uns im Alpenraum und im Voralpenraum. Bei uns haben die Schuhplattler sogar am Hut oben eine Feder. Das symbolisiert, ich bin ein Hahn. In Bayern haben sie einen Gamsbart oben.
Das symbolisiert, ich bin gamsig. Ja. Und dann sieht man beim Tiroler Raum, wenn sich die Mädels, also die im Kreis dran, so wie die Hennen, also so, im Wald so schritt, dann kommen die Hähne, die Mander, die Hähne, die Gicker. Gell? Der Lederhosen heben sie so die Ding und mit den Armen machen sie einen Flügelschlag von Horn nach und so balzen sie um die Schweiber. So, gell? Oben nackeln die Federn und sie ist, ich bin bereit zum Fegeln nachmachen. Ja, das ist Brauchtum. Aber das gibt's ja nicht mehr. Gibt's ja nicht mehr. Weil, ja, heute geht man in die Diskothek. In der Diskothek. Gell, gehst du Diskothek? Mehr klassisch und so. Gell? So schaust du aus. So, das ist eine komplette Ausnahme. Sag ich. Weil die anderen gehen in die Diskothek. Das Verhalten der Männer in der Diskothek ist eine Katastrophe. Es gibt mehrere Gattungen von Männern. Da gibt es eine Gattung, gell? Eine Diskothek ist ja die Klumpermusik. Wie sagt man denn da? Also, ich mit. Warte, ich so einen Ich-Topf mit. So iPod. Ja, Ich-Topf, muss ich gerade schauen. Da habe ich so über den Blauzahn, kann ich da über die Ding, über die Haustechnik den Disco-Sound einspielen. So. Und jetzt sage ich euch was. Es gibt Männer, die gehen in der Diskothek und dann sich total vorausgaben. Direkt auf die Tanzfläche. So. Ja, halt. Ja, na schon, Entschuldigung, na. Der ist noch 10 Minuten fertig. Da gibt es eine andere Gattung Männer, die machen genau das Gegenteil. In der Diskothek auf die Tanzfläche, so ganz lässig an die Bar, neben der Tanzfläche so. Ja, na, vergiss es, man muss schon richtig tanzen. Wenn jemand richtig tanzt, sieht man sofort, was jemand für einen Beruf hat. Ich bin Bergbauer. Ein Bergbauer kennt man sofort. Ein Bergbauer in der Diskothek. Gell? Ja, oder ein Obstbauer, ein Äpfelbauer. Oder ein Milchbauer mit zwei Kühen ohne Milchmaschine. Ja, da kann man jeden Beruf. Was bist du vom Beruf zum Beispiel? Bank. Na, da kann man schon tanzen. So. Schon. Gell, so. Man kann alles tanzen. Gell, also bei den Beamten tue ich mich schwer. Na, aber Handwerker gehen super. Ein Maurer zum Beispiel, ein Maurer, gell, ein Maurer. Ja, oder Elektriker, da sieht man sogar, ob es ein guter Elektriker ist oder ein schlechter. Ein guter Elektriker auf der Tanzfläche, Zählerkasten anschließen. Ein schlechter Elektriker. Na, da kennt man den ganzen Abend könnte man dort verbringen, gell? Aber die Jugend natürlich, die wächst ganz anders auf. Die Jugend ist es ja, die wachsen eher auf so mit Technik, mit Maschinen, mit Computer. Und die tanzen auch so, so wie die Maschinen, Roboter.
Danke, danke. Benzer. Danke. Ui. Es war ja schon ein fast musikalischer Teil. Und zu einem schon musikalischen Teil, ja, ich wollte eigentlich heute für euch einen Chor vorbeibringen, einen afrikanischen Männerchor. Ja. Na, das ist schön, aber das sind nicht da. Ja. Und weil es auf dem Programm steht und ich euch nicht enttäuschen will, ja, mache ich es selber. Ja, ich habe so extra so ein Gerät mitgenommen und der Gerät kann aufnehmen und der Gerät kann das, was man aufgenommen hat, wieder abspielen. Das nennt man Playback. Playback, gell? Und da kann ich allein einen ganzen Chor singen, gell? Das probieren wir mal. Ich habe da ein Mikrofon, gell? Jetzt kann ich die erste Stimme drauf singen, aufnehmen und dann über die eigene gesungene Stimme wieder drüber singen. Also Playback, Playback. Kennt man, wir Südtiroler sind Spezialisten, wie man so schön sagt, im Playback. Okay, so, jetzt probieren wir's. Wir probieren es. Okay. Simule, Mama, Simule, Mama, Simule, 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 Mama. So, wir haben es aufgenommen, gell? Und jetzt probieren wir es abspielen. Simule, Mama. Mm. Es geht. Und jetzt kann ich die zweite und dritte und vierte Stimme drüber singen, gell? Simule, Mama. Simule, Mama. Simule, 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 Mama. Simule, Mama. Simule, Mama. Simule, 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 Mama. Nima, la mana, jema wing, la jema wing, la jema wing. Se na mana, yeta man, la ma, jema guang, la dema wing, la dema wing. Simule, Mama. Simule, Mama. Simule, 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 Mama. Chak mang la mana jema wing ali jema wing chak mang la mana ma wele be ma wing ali jema wing le jema wing. Wir probieren solle miteinander le da ma wing. Probieren wir mal. Simule Mama, Simule Mama, Simule. Ja, für was brauche ich da noch einen Chor, gell? Ja, danke, danke schön, vielen Dank. Das ist überhaupt ein geiles Gerät, weil da kann man sogar andere Sachen machen. Zum Beispiel mein Lieblingsinstrument ist aus dem britischen Oberland, also aus dem Schottland. Gell? Da haben die Männer die haben Kittel an und drunter nichts und die machen mit dem Sack Musik. Nein, nein, nicht mit dem, nein, nein. Nein, nein, mit dem Dudelsack, Dudelsack, eine Sackpfeife, gell? Ich wollte heute meinen Dudelsack mitnehmen, haben vergessen, aber mit dem Gerät kann ich, behaupte ich, kann Dudelsack spielen, obwohl ich gar keinen Sack habe. Also Dudel. Ding, da brauchst du nur die Nase zu heben, gell? Und wenn man Dudelsack aufbläst, dann hat er so einen Grundton, also so einen, gell, dann bläst man auf, dann tut er so. Das habe ich jetzt aufgenommen. Ja, nur noch ein zweiter Ton drüber. Geil, jetzt ist das auch aufgeblasen. Und jetzt kann ich die Melodie spielen. Yeah.
So, danke. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Heieiei. Heieiei. Ja. Es ist ja so, ich merke schon, manche Frauen werden schon. Ja, aber sie muss geländetauglich sein. Der, was mit mir mitgeht, muss geländetauglich sein. Das ist nicht so einfach. Und ich habe mich immer gewundert, weil wo ich daheim bin, also es geht wirklich, wirklich stickle, also steil nach oben. Gell? Also richtig so. Und da habe ich mir mal gedacht, wie ist das früher möglich gewesen, dass mein Großvater das errichtet, also geschafft hat, eine Frau zu finden, die was mitgeht und oben bleibt. Mitgehen tut bald einmal eine, gell? Aber oben bleiben auf dem Hof. Dann hat er gesagt, weil ich schlau war. Kennenlernen tut man die Frauen im Tal. Gell? Beim Tanzen. Und früher haben die Frauen immer so flache Schuhe angehabt. So flache Schuhe. Gell? Fürs Flachland, weil der Hacks, also das Bein steht gerade nach oben. Fürs flache gut. Wenn aber der Berg kommt, gell? 45 Grad, 100% Steigung. Dann geht das nicht mehr, weil der Hax so hin, also das Bein, und dann fällt der wieder rein. Gell? Da hat mein Großvater gesagt, mach mir einen Bergschuh draus. Gell? Dann hat er nichts anderes gemacht, du brauchst nur ein Holzstecken. Gell? Und die Romantik, natürlich zuerst die romantische Frage, Gerhard Schmidt! Gell? Ja, was willst du das sagen, oder? Sie, ja, wo bist du noch? Da oben. Ich habe die falschen Schuhe. Dann machen wir einen Bergschuh draus. Dann hat er einen Stecken genommen, gell? Und dann steckst du den da hinten drauf. Schau. So, das schaut jetzt nicht gut aus. So. Aber schau da. Und so, wenn jetzt der Berg kommt, schau. Gell? Dann steht das Bein, wahrscheinlich, wenn er so. Gell? Steht das Bein, die gibt es ja heute noch, die Schuhe. Die haben sogar einen mit da. Warte mal, die haben sogar irgendwo haben die einen mit. Den, ah, da ist er, schau. So. Damenbergschuh. Mit den kann man am Ebene, die werden ja fälschlicherweise im Flachland verwendet. Im Flachland geht das nicht, weil der Hax so viel ist. So. Ja, so. Kannst du nicht gehen, schau. Geht nicht, oder? Aber sobald der Berg kommt, wupp. Hack steht gerade, so, geht nach oben, übernachtet, am nächsten Tag hat sie den Stecker weg, bergab geht mit dem Flachen an. Wenn dir aber eine besonders gut gefallen hat, dann hast du bei den Stecken hinten, bei den Stecken da, ein Larchenbech, also ein Baumharz, aufgeschmiert. Gell? Gerhard Schmidt, ja, wo bist du noch oben? Da oben, mach falschen Schuh, mach mir einen Bergschuh draus. Dann hast du den Stecken hingesteckt, mit Larchenbech festgepickt. Der ist nach oben gegangen, hat übernachtet. Am nächsten Tag wollte sie wieder runtergehen. Jetzt ist der Stecken nicht mehr rausgegangen, weil er ja festgepickt war. Und weil sie keine Reserveschuhe mitgehabt hat, hat sie gemisst oben bleiben. Weil abwärts gehen geht nicht mit dem. Jetzt hat sie gemisst oben bleiben auf dem Berg, bis die 11 Kinder außer Haus waren. Gell? Ja, so sind bei uns im Ultental. So sind bei uns im Ultental die Höfe, die Bergbauernhöfe besiedelt geworden, gell? Ja, ja. Und ich wäre schon offen, gell? Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die moderne Zeit, die schnelllebige Zeit, gell? Das ist nicht so einfach, weil früher hat man zum Beispiel, es ist halt alles so schnelllebig, oder? Man hat geheiratet und bis dass der Tod euch scheidet, kennt man, oder? Gell? Man sagt das. Aber man meint es nicht. Obwohl man es unterschreibt. Da denke ich mir schon, wo in der schnelllebigen Zeit, wo ist da das geblieben? Warum muss man gleich heiraten? Warum kann man nicht statt heiraten leasen? Ja. Ja, die Frauen sagen, ja, das ist unromantisch, weil es gibt nichts Romantischeres als wir so einen Heiratsantrag. Nein. Schau, stell dir vor, ein Pärchen kennt sich, gell? Dann geht er auf den Knie, Moment. Ring, Schachtel, Ring. Ah! Lisi!
Jetzt sind wir schon so lange zusammen und heute frage ich dich, möchtest du mich leasen? Gell? Sie, ja, 3 Jahre oder 5 Jahre? Er, 5 Jahre, gell? Ding. Ja, dann gehen Sie zum Standesamt, Leasingvertrag machen, gell? Und wie es bei uns in den Alpenländern üblich ist, muss man natürlich auch kirchlich. Das gefällt dir, gell? Bist du verheiratet oder verliest? Oder hast du was versäumt? Nein, die Romantik geht. Schau, man kann es in der Kirche machen. Stell dir vor, du gehst in die Kirche, der Pfarrer. Ja, was sagt der Pfarrer? Was sagt er? Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns hier versammelt, um gemeinsam mit Herbert und Lisi den heiligen Bund des Eheleasings zu feiern. Gell? Nun frage ich dich, liebe Lisi, willst du den hier anwesenden Herbert zu deinem Leasingpartner nehmen, bis das der Vertrag endet? Und ihr beide wieder zum Restwert auf den Markt kommt. Ja, ja. Naja. Ja. Das ist wohl schön. Das ist wohl romantisch, oder? Für die war es romantisch genug, gell? Ja. Nein, es ist. Irgendwie der schnelllebige Zeit, wo alles so schnelllebig geht, gell? Da denke ich mir schon, zum Beispiel Konsumprodukte. Können wir weg von Dingen, aber wenn man verheiratet ist, danach braucht man auch Konsumprodukte, gell? Früher hat man zum Beispiel von den Schwiegereltern zum Beispiel eine Waschmaschine gekriegt. Waschmaschine, gell? Weißt du, wie lange früher eine Waschmaschine gehabt hat? Gleich lang wie die Ehe, 30 Jahre mindestens. Ja, heute haben sie auch gleich lang wie eine Durchschnittsehe, 5 Jahre. Nein, eine Waschmaschine ist so klassisch. Die haben früher wirklich. Ich habe eine daheim, die ist 30 Jahre und wascht wie am ersten Tag, die Waschmaschine. Gell? Ja, dann sagt der Kollege, was tust du mit der alten Waschmaschine? Gell? Dann sage ich, ja, waschen. Nein, hat er gesagt, du musst eine neue kaufen. Weil die Neuen sind umweltfreundlich, die frisst nur mehr die Hälfte Strom. Gell? Hebt halt nicht so lang. Hebt 5 Jahre. Dann ist sie hin. Aber sie braucht wenig Strom. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn er das sagt, gell, dann habe ich so eine Waschmaschine gekauft. Dann habe ich sie mit der alten verglichen, nebeneinander aufgestellt. Die alte und die neue. Voll Wäsche gemacht. Jetzt habe ich gemisst in der Nachbarschaft Wäsche ausleihen, weil ich selber nicht so viel habe. Ja. Voll gemacht und eingeschalten und die beiden Waschmaschinen waschen gleich lang und gleich gut, gell? Gleich lang und gleich gut, nur frisst die neue 1 Kilowatt weniger Strom. Da denke ich mir, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Weil man weiß ja, Energie kann nicht verloren gehen, gell? Energie kann nicht verloren gehen, gell? Gell? Na? Jetzt entweder hat mir meine Alte 30 Jahre lang betrogen. Also ich rede immer noch von der Waschmaschine, gell? Aber mit der Neuen stimmt was nicht. Da bin ich schon draufgekommen, mit der Alten fällt nichts. Die Neue ist die Betrogene, die Linke. Die Neue, die braucht zwar nur mal die Hälfte Strom, aber woher nimmt die Energie? Die neue Waschmaschine. Da bin ich schon draufgekommen. Die frisst statt Strom Zucken. Bei jedem Waschgang 2 Socken. Das ist 1 Kilowatt. Gell? Ich habe das beobachtet. Ich tue jedes Monat waschen, jetzt habe ich 6 Paar Socken. Gell? Ja, ich bin ein sauberer Mensch. Gell? Ja. Gell? Und dann kriege ich 4 Paar Socken zurück und 2 einzelne, weil 2 hat sie gefressen. Wenn die Waschmaschine gescheit war, hätte sie 1 Paar Socken fressen und ich merke das nicht. Da habe ich mir gedacht, Moment, beim nächsten Waschgang habe ich die einzelnen Socken auf Seiten getan, beim nächsten Waschgang wieder dazu zum Füttern. Man steht da die anrühren.
Nein, der hat wieder für die Pärchen einzelne Socken ausgefressen und die einzelnen fleißig mitgewaschen. Jetzt habe ich nur mehr einzelne Socken. Da bin ich draufgekommen. Das ist das chinesische Wirtschaftssystem. Gell? Ja. Gell? Die Waschmaschine kommt aus Chinesien. Von der gleichen Firma, der was die Socken verkaufen. Jetzt frisst sie dir die Socken zusammen, du musst Socken nachkaufen. Nach 5 Jahren ist die Waschmaschine kaputt. Dann schickst du sie zum Recyclinghof, dort wird sie noch zerlegt. Gell? Also nach Chinesien geschickt. Drüben zerlegen sie die Kinder, bauen die einzelnen Socken aus, suchen sie zusammen, die kannst du wieder kaufen. Ja, ja. Gell? Aber. Ganz. Jetzt muss ich ganz schnell noch, ich habe einen Kollegen mitgenommen heute. Ein Kollegen, ein kleiner Teil des Abends muss auch Bildung sein, gell? Ja, weil Bildungssender. Und ich habe einen Kollegen mitgebracht, einen Verwandten mir, einen Herrn Professor. Herr Professor, ich muss ihn gerade holen. Herr Professor, dein Auftritt. Ich warte schon lange. Ja, gehen Sie auf hier, Herr Professor, die Leute warten schon. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Professor Genius. Ich möchte Sie heute über die neuesten Erkenntnisse der Genforschung unterrichten. Nun, das wohl am häufigste, aber am wenigsten erforschte Gen ist ja das FG, Fremdgen. Nun, wie entsteht so ein Fremdgen? Es muss ja, um existieren zu können, eine Verbindung mit etwas mehr oder weniger bekannten eingehen. Einfache Formel: stößt ein Fremdgen auf ein BG, bekanntes Gen, und kommt dann ein Zeitfaktor unbekannt dazu, ist gleich Klammer weggehen und heimgehen, ist wiederum ein Fremdgen. Was passiert aber, wenn zwei Fremdgene aufeinander kommen? FG plus FG, das ergibt durch den Unbekanntheitsfaktor unter dem Strich ein FG minus FG. Was passiert? Es hebt sich auf, ist gleich X für nix. Ist etwas kompliziert, weil ich versuche es grafisch darzustellen. Hormone. Das männliche Hormon Testosteron hat ja zwei DNA-Stränge, die konterparallel zueinander verlaufen. Diese beiden DNA-Stränge schwingen untereinander und durch einen optischen Reiz entsteht hier im Engbereich ein Kraftfeld. Es entstehen zwei Gene, das Gen C, Abkürzung für Copulus, und O für Onanus. Und diese beiden Gene lösen das Fremdgen Typus Y aus. Ja. Jetzt muss ich mich entschuldigen, so habe ich es noch nicht betrachtet. Es sind vielleicht jugendliche Zuseher hier. Machen wir einfach eine Smiley daraus. Nun, meine Damen und Herren, solange die Genforschung eine männliche Domäne bleibt, glaube ich nicht, dass wir in nächster Zeit auf ein vernünftiges Ergebnis kommen. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Hoppala. Knopf auf, Knopf zu. So, Regie, ich komme. So, mein Freund, der Herr Professor Genius, ist gestolpert. So, jetzt muss ich euch noch etwas erklären. Ich bin sehr offen, ich bin ein offener Mensch und ich hätte auch nichts dagegen, also von sehr, sehr weit her eine Bekanntschaft zu machen. Ich bin wirklich richtig weltoffen und als Südtiroler natürlich logischerweise, weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, woher kommt die Menschheit? Gell?
Als gläubiger Mensch natürlich, ja, als gläubiger Mensch, ja, die Bibel. Adam und Eva waren die ersten Menschen auf der Welt. Ja, Adam und Eva waren Südtiroler. Ja, ja, die haben schon einen Äpfelbaum gehabt, gell? Dann hat die Eva gesagt, Adam, was machst du mit diesem Apfel? Gell? Dann hat der Adam gesagt, lass mir diesen Apfel in Ruhe, den müssen wir verkaufen, Südtiroler, gell? Sonst sind wir ruiniert. Dann hat die Eva einen Äpfel gefressen, Ruin ist eingetreten und Adam und Eva, steht in der Bibel, mussten Südtirol verlassen. Steht drin, sie mussten das Paradies verlassen, aber das ist das Gleiche, gell? Ja, bis der Karl gekommen ist, der Charles Darwin, der hat behauptet, nein, die Menschheit kommt nicht aus Südtirol, sondern aus Afrika. Evolutionstheorie, wahrscheinlich. Ja, zuerst hat es nur in Afrika Menschen gegeben, nur in Afrika, ganz unten. Und dann, mit der großen Völkerwanderung, ist die ganze Welt besiedelt geworden, von Afrika. Ei, Anni, also hinüber, ganz ein hinten ein Dummi, ein und dann inni ins Ultental. Gell? Weil Ultima, der Schluss, das Ende, also dort die Evolution aufgehört. Also, gell? Und da denke ich mir, wenn das so gewesen ist, dann müssten wir alle reden wie unsere Vorfahren, die Afrikaner. Ist aber nicht so, weil unterwegs das Klima die Sprache verändert hat. Weil das mache ich eigentlich vor. Gell? Für die Schule. Gell? Hat man das in der Schule gelernt? Jetzt sind wir in Afrika, einen Tag vor der Völkerwanderung. Der Häuptling hockt beim Feuer, gell? Steht auf und sagt: Wille, Kokalamangaika. Samugule, Kole, Kauha, Kagule, Mesumugulma, Kokalamangaika, Mango, Koe, Kamagema. Helela, Kaika, Mangaika, Mangaika. Also auf Deutsch: Morgen in der Früh gehen wir. Gell? Nächsten Tag, ganz oben, wo Afrika aufhört, sind sie Anni, also hinüber, durch die arabische Wüste, wo sich das erste Mal die Sprache verändert hat, wegen dem Klima, die arabische Wüste. Hoas! Starrweg, trocken, nichts zum Saufen, die sind ausgetrocknet. Und wenn du ausgetrocknet durch die Wüste gehst, dann geht nichts mehr mit. Nein, also Trockensprache, gell? Komplett, ja. Sind sie weitergewandert und da waren sie in Chinesien im Winter mit dem Gewand von den Arabern, dem wunderschönen Gewänder, nur im Winter wertlos, weil zu dünn. Die Gewänder haben einen eigenen Namen. Bei den Arabern auf dem Markt, da hängen sie, da schreien sie immer Kaftan, 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 Kaftan. Und die haben sich überreden lassen. Und sind in dem chinesischen Winter fast verreckt vor lauter Kalt. Und die Kinder wachsen auf, die Eltern sind verkühlt, müssen den Kindern die Sprache beibringen. Die Kinder schauen zu den Alten und so. Das ist das Erste, was die Kinder hören, und die saugen das auf und die reden heute noch die verkühlten Sprache. Heizung, Heizung, ja, wenn sie Heizung gehabt hätten, ja. Gell? Das ist weiter gewandert, dann waren sie schon in Russland. Russland, ganz andere Sprache, wegen den Gewohnheiten. Die Russen tun gerne ein bisschen. Gut, das tun wir auch. Das ist ein Unterschied, gell? Weil wir trinken Wein und Bier, aber die Russen trinken Alkohol. Wodka, den ganzen Tag. Wenn du den ganzen Tag Wodka trinkst, dann gehst du auf Nacht nach Hause, gell? Die Frau, und wie war's? Und wenn du bis über den Hut voll Wodka bist, probier einmal ordentlich zu reden. Du gehst lernen, boah, Schajuschka, Bodiri, Schajuschka, Rodni, Faschistische Blachatnischka, Katastrophe, Blavotnischka, Blavot. Na, ist so. Dann sind sie weiter und dann waren sie weiter gewandert. Dann waren sie mal in Wien. Im Winter, Wien im Winter. Nebel, kalter Wind, 3 cm Schnee. Und wenn alles auf einmal ist, ist Chaos. Weiß man, gell? Dann haben sie nicht gewusst, sollen sie bleiben oder nicht. Und ja und na und vielleicht nicht und hin und her. Dann ist das Raunzelte entstanden. Ja, was? Nein, was? Nein. Na, was machen wir?
Na, was, mir schauen Sie es einmal an. Na ja, wenn es leiwand ist, bleiben wir nicht, dann gehen wir halt weiter. Ja, dann sind sie weitergegangen und nach Tirol und mich Tiroler reden so, weil es anders nicht passt. Und weil wir unseren Freiheitskämpfer Andreas Hofer, also nichts mit dem jetzigen Hofer zu tun, gell? Also, damals, der hat seinerzeit die Franzosen viermal hintereinander in die Flucht geschlagen. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte Napoleon damals alles übernommen. Ja. Und dann wärst du, das war blöd. Weil dann stand ich heute da auf der Bühne und der ehemalige französische Jean, gell? Und der sagen, Mademoiselle, Monsieur, je cherche le entendu, je ne ramène pas l'erreur de articulation de problème, de par pouvoir, le HCC, les Champs-Élysées, dit je vois les consens de préservatif, dit je vois le musée ex-président Sarkozy, Geiler Bock, le roi. J'en sais sur la voie, les grandes catastrophes, les attentions, puis soit kaputt. Ja, ja, so sein die Sprachen entstanden, aber ich muss jetzt heimgehen. Ich muss jetzt heimgehen, weil, ja, weil ich melken muss. Gell? Und ich bin froh, danke nochmal für das tolle Publikum da. Gell? Du gehst in die Schule, oder? Nicht mehr? Ja. Bist du aber Schule gegangen, oder? Ja. Gerne? Mach. Ich bin keinen Tag gerne in die Schule gegangen. Nicht einmal den letzten. Und ich bin froh, dass ich heute nicht in die Schule gehen muss, weil heute, mit den heutigen, heute ist es viel schwieriger wie früher. Wir haben zwar so ein autoritäres Schulsystem gehabt, aber heute muss man viel zu viel lernen. Ja. Die Kinder heute. Heute habe ich gerade in der Früh beim Wegfahren, ist das so ein kleiner Bub von der Schule aus, so groß war. So groß, gell? So ein Rucksack. So ist er gegangen. So. Ich meine, das ist eh selten, weil normal hat man ein Smartphone, dann gehen sie so, gell? Ja. Aber jedenfalls bin ich stehen geblieben, habe ich gesagt, du, wie heißt denn du? Sag er, Herbert. Und wo wohnst du? Ja, da im Dorf St. Nikolaus. Ja, ich fahre dich heim. Dann ist er ins Auto gestiegen. Wir haben ein bisschen geredet. Dann sage ich, Herbert, wo gehst denn du Schule? Ja, da in der Volksschule St. Nikolaus. Dann sage ich, ja, da bin ich auch Schule gegangen. Vor 50 Jahren. Dann schaut mir der Bub an und sagt er, und dann bist du der. Und ich sag, was? Ja, gerade heute hat der Lehrer zu mir gesagt, Herbert, ihr habt sicher seit 50 Jahren nicht mehr so einen Depp da in der Schule gehabt. So, danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Danke. Vielen Dank.